Hallo ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, ich möchte wieder mit euch basteln. Und zwar möchte ich ein bisschen Deko für mein Bastelzimmer machen. Und ja, da ich im Moment dieses Motiv total klasse finde, möchte ich gerne dazu diese Serviette, diese Holzstäbe, dieses Band benutzen. Und ja, wir fangen an, indem wir eigentlich wie gestern in dem Video wieder die Holzstäbe miteinander verbinden. Aber dieses Mal achten wir gar nicht darauf, dass sie so extrem gerade sind, sondern die dürfen ruhig mal ein bisschen schief aufeinander liegen. Zehn, elf und dieses Mal nehmen wir 12, damit ja, diese Stäbe, die wir hinten aufkleben, nicht mehr zu sehen sind. So, wir haben natürlich wieder nichts gesehen. Also, ihr legt eure Stäbe einfach ja, so ein bisschen unordentlich aufeinander. So. Und dann kleben wir mit diesen beiden Stäben das Ganze wieder zusammen. Also dieses Mal brauchen wir 14, nicht 12, so wie gestern. Ich schaue mal kurz, was meine Heißklebepistole sagt. Die sagt, ich bin heiß. Ich schau mal, ne? Das Spiel hatten wir ja gestern auch schon, dass es nicht heiß genug war. Dann müssen wir heute noch mal einen Moment warten. Und dann kleben wir das so hier drauf, dass man den Stab von vorne halt nicht mehr sieht. So, aber es passt. So, hier unten hält es noch nicht. Da müssen wir dann nochmal. Ich glaube, es hält noch gar nicht ganz. So. Da kleben wir dann einfach nochmal nach. So, jetzt dürfte es halten. So, und dann schaut das Ganze von vorne so aus. Aber bevor wir vorne weiterarbeiten, bringen wir unser Band an, was ja am Ende dann praktisch der Aufhänger von unserem Bild wird. Also ihr nehmt euch einfach ein Stück Band und klebt es so hinten an. Also, ihr nehmt einen Tropfen Heißkleber und klebt das Band fest. Das sieht man später nicht mehr, das muss nicht besonders schön sein. Aber ihr müsst darauf achten, dass ihr das Band dreht und auch hier die gleiche Seite wie dort festklebt, weil sonst das Band später komplett verdreht ist und das sieht dann von vorne natürlich nicht schön aus. So. Und auch hier. So. Und dann haben wir auch schon unseren Aufhänger, an dem wir später unser Bild, mein Gott, aufhängen. Genau. So, das war
eigentlich auch schon alles, was wir mit diesem Heißkleber machen. Und jetzt brauchen wir eine Serviette. Ich habe mich natürlich wieder für mein Lieblingseinhorn entschieden. Und das kommt jetzt hier drauf. So. Damit das Motiv richtig schön zur Geltung kommt, habe ich mir Gesso bereitgestellt und werde einfach ganz kurz die Holzteile mit dem Gesso einpinseln. Einfach damit das Holz ein bisschen heller wird und das Motiv dann einfach ja, besser zur Geltung kommt auf dem weißen Hintergrund. So. So habe ich das unter anderem auch gestern bei meinem Album gemacht. Und ja, es freut mich natürlich riesig, dass dieses Album so gut angekommen ist. Ich habe das schon so lange auf meiner Liste, dass ich das machen möchte. Aber ich war mir halt nie sicher, ob das wirklich, ja. Ja, ich habe mir auch, bevor ich dieses Video angefangen habe zu drehen, schon schön einen kompletten Becher Wasser über den Basteltisch gekippt, ne? Ganz toll. Dann macht das Basteln natürlich gleich noch mehr Spaß. So. Alles wieder sauber machen. Eine schöne Bastelunterlage. So, und wie gesagt, dann nehmen wir uns unsere Serviette und schneiden dieser erst einmal in der Mitte durch. Ich mache das so alles schön hinter der Kamera, damit ihr auch ja nichts seht, ne? So, hier schneide ich einfach einmal so. So. Jetzt müsst ihr euch eigentlich nur noch entscheiden, in welche Richtung möchtet ihr, dass euer Einhorn hüpft. Ich möchte dieses. Und ja, dann müssen wir noch die Lagen voneinander trennen. Ja, ich puste mir hier gerade einen Wolf, also nicht wundern, ich schnauze mir nicht die Nase. Dafür unterhält euch gerade eine kleine Fliege. So, sorry. Ja, und dann kommt das hier drauf. Ich denke, ich werde mir das Ganze jetzt schon mal ein bisschen zerrupfen, damit ich später nicht so viel Überschuss habe. Und da werde ich gleich mal diesen Tipp hier testen. Und zwar war der Tipp, mit dem Wassertankpinsel eine Linie ziehen. Diese soll dann praktisch als Sollbruchstelle dienen. Und mir dann das Reißen der Serviette erleichtern. Ich bin gespannt. So, funktionieren tut das auf jeden Fall schon mal sehr gut.
So. Und ja, super. Schaut mal. Dann könnt ihr wirklich die Serviette ganz einfach an dieser Linie abzupfen. Also dieser Tipp war wirklich schon mal Gold wert. Vielen, vielen Dank für diesen genialen Tipp. So, ja, das ist doch mal wirklich mega hilfreich. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt brauchen wir wieder unseren Lack. Und dann streichen wir wieder, wie gehabt, von der Mitte nach außen das Motiv. So, es ist eine Premiere. Ich bin gerade mal ebenso spontan auf die Idee gekommen und habe gedacht, jo, warum machen wir das nicht gemeinsam? Vielleicht hätte man das Band doch später ankleben sollen. Ja, das sieht doch schon mal schick aus. Jetzt versuche ich noch das Ganze hier ein bisschen nach hinten zu arbeiten. Das muss nicht hundertprozentig sein, denn das sieht man ja später nicht mehr. Aber es sollte von vorne halt schick aussehen, ne? Und hier so durch. So, hier die Kanten müssen natürlich schön ausgearbeitet sein, denn ich möchte ja, dass man später wirklich sieht, dass es auf diesen einzelnen Holzstäben liegt. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Jetzt habe ich mir da oben natürlich die Serviette fast zerrissen. Aber schaut mal, das sieht doch richtig toll aus. Also mir gefällt das. Ich muss nur mal kurz schauen, wie ich das jetzt am besten festhalte. Ich glaube. Wenn es von hinten nicht ganz so schön ist, das ist halb so wild, denn hoppala.
Und so schaut das Ganze dann aus. Und ich muss sagen, mir gefällt das wirklich richtig gut. Jetzt muss das Ganze natürlich noch gut trocknen. Und ja, dann können wir das Ganze auch schon aufbringen oder vielleicht noch ein bisschen dekorieren. Vielleicht ein paar Strasssteinchen kleben oder ja. Ganz wie ihr wollt. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz anföhnen, damit es trocken ist. Und dann werde ich es noch mit ein paar Strasssteinchen dekorieren. Und wenn ihr mögt, dürft ihr mir dabei zuschauen. Ich bin dann gleich wieder da. So, mein Bild ist soweit getrocknet. Und oh, ich finde es klasse, muss ich zugeben. Ich werde jetzt einfach oben und unten noch von diesen wunderschönen Strasssteinchen welche kleben. Denn ihr wisst ja, ne? In meinem Bastelzimmer bin ich der Chef und da darf es glitzern und blinken. Irgendwann werden meine Kinder dieses Zimmer wahrscheinlich nicht mehr betreten. Was dumm wäre, denn hier steht die Waschmaschine. So. Und ehrlich, ich finde es wunderschön. Das kommt jetzt an meine Wand. Und ich denke, ich werde da noch einige von machen, denn ich finde sie ganz toll. Man könnte ja auch eine Vintage-Serviette nehmen und mit Papierblumen dekorieren. Man könnte das Ganze auch für Jungs gestalten. Man könnte das Ganze ja so gestalten, wie man möchte, in sämtlichen Farben und Formen. Und ja, also ich finde das ein ganz, ganz tolles Deko-Element. Und ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Ich bin verliebt in mein kleines Pummel-Einhorn. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.